Gilles. Ich bin die Witwe, die von den Nazis ermordete Ramazan Avcı. Ramazan Avcı wurde 1995 in Hamburg in der Nähe von Landerstraße ermordet. Ich wäre gern bei euch gewesen, aber mir ging es dann nicht gut. Sie musste ins Krankenhaus geliefert werden, deshalb konnte sie nicht kommen. Bei Gelegenheit werde ich aber nochmal kommen und zu euch sprechen. Mein Lebensgefährte haben Sie vor 25 Jahren ermordet, und danach, kurz danach kam sein Sohn Ramazan Avcı zu werden. Sie haben meinen Lebensgefährten gnadenlos ermordet. Danach, kurz danach, interessierte sich auch niemand für uns. Ich hätte mir so gewünscht, dass mein Sohn mit seinem Vater wächst. Er konnte kein Vater sein. Ich bedanke mich an diejenigen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, zu sprechen. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Also das, was passiert ist, kann nur diejenigen verstehen, die das erlebt haben, die sowas erlebt haben, die von den Nazis ermordete Angehörige, meine ich damit. Ich wünsche mir, dass sowas nie wieder passiert. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Wir leben in Angst in diesem Land. Aber Sie müssen auch gerecht werden und mir zugestehen, was ich als Angehörige verdient habe. Er ist zu jung gestorben. Machen Sie es deshalb, weil wir Ausländer sind? Sie haben auch darüber hinaus 14 Leute umgebracht. Werden die Mörder nie zur Rechenschaft gezogen? Ich bedanke mich nochmal. Ich bin wirklich, mir geht es wirklich nicht gut. Bei Gelegenheit werde ich auch bei solchen Demonstrationen teilnehmen und mit euch meine Worte teilen. Ich danke euch nochmal. Nişan, biz teşekkür ediyoruz. Sana büyük geçmiş olsun ve burada olmanı isterdik. Çok sağ ol. Tamam, teşekkürler.